Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Film Review. Heute mit Pink Sugar Creamy Sunshine. Ja, ganz tolles Parfüm für den Sommer, wenn man auf Gourmand-Düfte steht. Und ihr wisst ja, Gourmand-Düfte liebe ich ohne Ende. Und das ist eben halt ein Excuse für mich zu sagen, hey, ich kann im Sommer auch Gourmand-Düfte tragen. Denn das hier ist quasi Pink Sugar. Jeder kennt Pink Sugar, so original. Riecht einfach nach so typischen Jahrmarkt-Zuckerwort mit Karamell, Vanille, leicht zitrischen Opening und so Zucker. So gebrannten Zucker. Das ist Pink Sugar im Malurlaub oder so. Ach, Pink Sugar auf einer tropischen Insel. Kann man schon fast sagen. Denn das ist die sommerliche Version davon und die ist auch richtig, richtig schön. Was bekommst du hier? Ich sprühe es einfach mal. Eigentlich braucht man da gar nicht so viel Sprüher von. Da auch das genauso stark ist wie das Original. Hält ewig. 16 Stunden Power. 16 Stunden Haltbarkeit. Einfach nur amazing. Das ist aber wirklich Pink Sugar auf einer tropischen Insel. Da ist noch der Zuckerwattenstand, definitiv. Du bekommst immer noch die Zuckerwatte mit Vanille, mit ein bisschen Karamell. Aber ein bisschen abgeschwächt, das ist nicht so in your face, super girly, super süß. Nee, das ist so ein bisschen eine erwachsenere Version von Pink Sugar. Und natürlich eine Urlaubsversion. Weil im Grunde genommen ist das eine Sonnencreme, gemischt mit dem typischen Pink Sugar und dann mit urlaubsmäßigen cremigen Blüten. Ylang Ylang, Tiare Flower und Monoi. Das sind alles so gelbe, cremige, schöne Blüten, die man auf tropischen Inseln findet. Sprich, diese cremigen, gelben Blüten gemischt mit Sonnencreme und der typischen süßen Pink Sugar DNA. Das ist, was du hier bekommst. Mit noch einem Schuss Kokosmilch. Die natürlich auch für ein tolles Urlaubsfeeling sorgt, die im Original nicht drin war. Und die dafür sorgt, dass das Ganze nicht nur tropisch ist, sondern auch cremig ist. Ich kann euch an der Stelle mal die Duftnoten einblenden. Seht, da ist auch viel mehr drin, auch das zitrische Opening. Das kriege ich aber nicht so wie beim Original. Und ich kann euch sagen, das ist nicht so süß wie das Original, da schwingt immer noch der Zuckerwattenstand mit. Aber das könnte man schon fast als erwachsene, gereifte Pink Sugar Version betiteln. Don't get me wrong, damit hast du auch als Girly Girl Spaß. Aber wem Pink Sugar wirklich zu süß ist, wem das zu intensiv girly ist, könnt ihr euch das mal ans Herz legen. Ich denke, diejenigen, die wirklich Pink Sugar zu verspielt, zu jung, zu süß finden, können hier extrem Gefallen dran finden. Von daher, ja, Creamy Sunshine, Pink Sugar. Probiert es einfach mal aus. Für mich echt wunderschön. Sommerversion von Pink Sugar. Pink Sugar auf einer tropischen Insel. Das ist, was du bekommst. Cremig, süß, blumig und tropisch. So würde ich das Parfüm beschreiben. Und natürlich hat es trotzdem, dass es so tropisch ist und gourmandig ist, immer noch diesen süßen Gourmand-Zuckerwatten-Aspekt. Aber eben halt nicht mehr so stark wie das Original. Keep that in mind. Gut. Kommen wir nun zur Einzelbewertung. Creamy Sunshine bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Für mich ist auf dem Level von Red Velvet. Das ist mein Lieblings-Pink-Sugar. Mein Lieblings-Pink-Sugar ist Berry Blast. Einfach Blaubeer und ganz viele andere Beeren noch kombiniert mit der typischen Pink-Sugar-DNA. Das ist das süßeste, verspielteste und kirmesartigste. Damit habe ich am meisten Spaß. Das Original. Das ist natürlich immer für mich auch ganz besonders. Holds a special place in my heart.
Aber das hier ist ebenfalls so die Urlaubsvariante. Ich würde schon sagen, das ist drittbest Pink Sugar. Noch ein Tucken besser als Red Velvet. Aber ja. Völlig neu vor 10. Weil ich Bock auf Pink Sugar habe, nicht nee, meistens Berry Blast, das Original. Aber im Sommer greife ich oft hierzu. Das eben halt noch so ein bisschen Summer-Vibes hat. Sonnencreme durch diese Kokosmilch, dann generell diese cremigen Blüten. Es ist wirklich Pink Sugar im Urlaub. Von daher, 9 von 10 Punkten. Ich liebe das Parfüm, aber es ist halt trotzdem nicht mein Favorite Pink Sugar. Ich stehe halt auf dieses Girly Girl-mäßige. Das hier irgendwie so abgeschwächt. Haltbarkeit habe ich schon vorweggenommen. 16 Stunden. 10 von 10, 11 von 10. Ganz ehrlich, bei 16 Stunden kann auch man gerne 11 von 10 geben. Einfach nur ein Powerhouse. I love it. Hält wirklich ewig. Das habe ich teilweise noch nach dem Duschen wahrgenommen. Zumindest ein paar Vibes davon. Also wirklich ein Powerduft. Dieses Jahr ist auch sehr, 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 sehr stark. Würde ich sagen, 9,5 von 10 Punkten. Es gibt Parfüms, sie füllen komplette Räume und Häuser. Das setzt hier nicht der Fall, man hat wirklich eine extrem starke Sillage. Der Flakon ist ganz knuffig. Ist halt so eine Zuckerstange in Gelb. Passt ja auch wegen den gelben Blumen und so. Sunshine, die Sonne ist gelb. Ist eigentlich ganz gut abgestimmt, wie ich finde. Aber ist relativ basic und orientiert sich natürlich auch ans Original. Aber ich finde es ganz knuffig. Ich mag halt diesen Swirl hier oben. Ist ja auch auf der richtigen Flasche drauf. Von daher gebe ich 7,5 von 10 Punkten. Ich mag den Flakon. Ich finde ihn ganz süß. So süß wie das Parfüm eben halt. Preis-Leistungs-Verhältnis 11 von 10 Punkten, 18 Euro bezahlt. Geiles Parfüm, Komplimente-Garantie, Fantastic Power, Sillage, alles was du bekommst. Performance Beast, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das alles für 18 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Wie gesagt, wem Pink Sugar's Original zu süß ist, versucht's doch einfach mal. Mit 18 Euro macht man nichts falsch. Dann denke ich schon, dass ihr hiermit mehr Spaß haben werdet. Einfach nur Trauma für den Preis. Gut. Kommen wir zu den Situationen, wo das Parfüm am besten trägt. Ich muss sagen, das ist verdammt vielseitig. Ich finde, es ist ein richtig tolles Date-Parfüm im Sommer. Im Sommer tragen die meisten halt aquatische Düfte, frische Düfte, zitrische Düfte. Aber beim Date willst du ja so ein bisschen rausstechen. Du willst sexy sein und verführerisch sein. Und im Sommer ist das dann perfekt, weil du hast trotzdem die sommerliche, das tropische, durch die Kokosnussmilch, durch die tropischen Blumen. Aber du hast auch diese Pink Sugar DNA, die damit schwingt. Bedeutet, das ist super gut zum Daten im Sommer. Oder auf Partys. Am Sommerabend oder so. Auch fantastic. Und ganz ehrlich, ich finde für Arbeit ist auch okay, weil es halt so ein bisschen mehr erwachsen ist als normal. Pink Sugar ein bisschen cremiger, weniger verspielt. Kann man auch auf Arbeit tragen. Dates, Partys, Abende, Mädchenabend. Kannst du alles wirklich dafür benutzen. Freizeit, Alltag, ultra vielseitig. Nur für den Sport, da sehe ich es nun wirklich nicht. Aber sonst für jede Situation im Sommer und auch Frühling perfekt geeignet. Finde ich persönlich. Für wen ist dieses Parfüm? Ich würde sagen, Pink Sugar und Berry Blast, Red Velvet. Vor allem für junge Girls, sehr, sehr junge Girls, girly Girls. Das hier wird die Altersklasse viel weiter nach oben schieben. Ich würde hier sagen, wirklich 13 bis 40 oder sogar bis 50.
Wie gesagt, das ist Erwachsenen-Stopping Sugar. Und so würde ich das auch klassifizieren. 13 bis 50 Jahre. Für alle Girls, die halt so ein bisschen was Süßes mögen und einen Sommergourmand suchen. Für die ist das fantastisch geeignet. Das ist wirklich so was sexy Girl auf einer tropischen Insel. Einfach nur schön. Einfach nur klasse. Für welche Jahreszeit ist das Parfüm geeignet? Ich habe ja immer so ein bisschen bei Pink Sugar, sage ich immer so, yo, Berry Blast, Herbst, Pink Sugar, Winter, Red Velvet, Frühling und das ist der Sommer. Das kann man auch im Frühling tragen. Also dieses Pink Sugar würde ich vor allem im Sommer und Frühling empfehlen. Kann es auch im Herbst tragen. Theoretisch auch im Winter, aber da gibt es bessere Alternativen. Von daher Frühling und vor allem Sommer. So, in diesem Sinne war es mein Review zu Pink Sugar Creamy Sunshine. Kurz Fazit, das Parfüm kriegt von mir 9,5 von 10 Punkten. Super Preis-Leistungs-Verhältnis, super Duft, Komplimente-Garantie. Schöner Sommergourmand, Pink Sugar ein bisschen erwachsener, sommerlicher und tropischer interpretiert. Einfach wunderschön. Und ja, kurze Abschlussfrage, lohnt es sich das zu kaufen, wenn man Pink Sugar oder Berry Blast hat? Ja. Creamy Sunshine, ja. Wenn man Berry Blast hat, braucht man Pink Sugar nicht unbedingt, braucht man Red Velvet nicht unbedingt. Aber das schon ein bisschen anders als die anderen drei. Von daher kann man auf jeden Fall das besitzen, obwohl man schon eins der anderen hat. Es ist so unterschiedlich. Kann man einfach sagen. Seht ihr schon an den Vibes, an der Altersklasse, wie ich das klassifiziert habe. Von daher, ja. Fazit, ihr bekommt hier Sonnencreme, gemischt mit Kokosnussmilch, sehr, sehr cremig, gelbe Blumen, Tiara Flower, Ylang Ylang und Munoi. Und das Ganze wirkt dadurch sehr tropisch, sehr cremig, sehr blumig, aber trotzdem ist es auch im Sommer geworden, sehr süß. Weil typisch Pink Sugar den Arm mitschwingt. Aber es ist eben halt weniger girly-girl-mäßig, so ein bisschen erwachsener und ja, more summery, more tropical. Von daher, ja, 9,5 von 10 Punkten. Weil Preis-Leistungs-Verhältnis einfach super ist. Es performt ewig, es ist ein richtig gutes Jahr und es gibt massig Komplimente. Von daher wirklich ein absoluter Chibi. Superstar, wie ich finde. In diesem Sinne würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch dieses Parfüm-Review gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Schreibt gerne eure Meinung zu Pink Sugar und vor allem zu Creamy Sunshine in den Kommentaren, falls ihr es schon mal probiert habt. Würde mich interessieren. Zu guter Letzt bleibt noch eins. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!